Jetzt guck dir die Scheiße an hier. Das ist eine schon weggefallen. Ich schmeiß die mal, leg die mal alle dahin. Dann machen wir das. Oh, Alter! Kieferplage. Moinsen. Sonntag, 30. Juni, der letzte Tag im Juni. Halbes Jahr ist rum. Hoodie, kurze Hose, so Mittelmaß. Das ist ein bisschen frischer geworden. Gestern hatten wir noch, ich habe nicht aufs Thermometer geguckt, aber sehr warm. Gestern 25 oder so, keine Ahnung. Ja, und dann kam es wie angekündigt. Irgendwie heute Nacht ein kleines Gewitter. Wie viel Regen es gab, weiß ich noch nicht. Und jetzt Nieselszeit. Seit einer Stunde oder so. Schützen sind wir mit ausgestattet. Also auf jeden Fall Wasser von oben. Das soll die nächsten Tage auch noch so weitergehen. Zum Ende der nächsten Woche dann wieder ein bisschen wärmer. Mal gucken, wir lassen uns mal überraschen. Ne? Jo, wie gesagt, Sonntag passiert jetzt nichts mehr, außer gleich noch füttern. Und dann chillen wir. Oder wie sagt man das so schön? Heute mal den Sonntag. Guck dir dann an, was hier wieder für ein Wasser steht. Also wir hatten über Nacht, ich habe es jetzt mal erkundet, über Nacht 20 Liter Regen. Also hier, wie das dann da hinten im Feld, das ist ja plus minus immer die Richtung. Und heute Vormittag nochmal 4 drauf, also 24. Das ist schon wieder ordentlich. Das ist schon wieder ein Beregnungsgang gespart. Das macht die Sache mit dem mit der Krautfeuerbehandlung natürlich nicht einfacher, im Gegenteil. Aber wie gesagt, wir brauchen nicht regnen, das ist auch was wert. So, dann nochmal im Wasser mit rein, in das Planschbecken. Und dann sind wir hier fertig für heute. Moin. Montag, 1.7., 1. Juli. Ruhe. Ah, scheiße, Druck reicht noch nicht. Soll ich den Schlepper zur Seite fahren, gleich kommt LKW zum Sand abfahren und oder schon Mineral einbauen, ich weiß es nicht, wahrscheinlich. Sinnigerweise wäre ja beides. Mineral mitbringen, Sand mit wegnehmen. Auf jeden Fall muss der Träger mal hier aus dem Weg. Der kann noch eben stehen bleiben. Und er schüttet, Leute. Alter Schwede. Also gestern war es ja von Mitternacht bis Abend irgendwie 24, 25 Liter. Und ich weiß nicht, wann das angefangen hat, wieder zu schütten, aber das schüttet in einer Tour. Junge, 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 Junge. Ich habe gestern noch das Video von den Vlog von Thomas geguckt, Hof Baslund. Und der hatte ja extrem Wetterproblem, der hatte ja richtig Hagelschaden. Das ist ja Gott sei Dank bei uns nicht gewesen. Hatte ich auch befürchtet, aber das ist bisher zum Glück ausgeblieben. Also das ist schon echt bitter. So, Spritze weg. Nach drei, ein Schauer jagt den nächsten. Das dürften heute jetzt auch schon wieder irgendwie an die 10 gewesen sein bis jetzt.
Also kommen wir in Summe von Sonntagnacht bis jetzt auf 34 so, plus minus. Kannst nicht glauben. Wahnsinn. Wahnsinn. Eben gerade schien die Sonne. Hab die Viecher gefüttert und das wurde mit Hoodie zu warm. Jetzt habe ich wieder ein T-Shirt. Jetzt wieder nass. Warte 2 Minuten, dann scheint die Sonne wieder. Herrschaften. Jo, gleich haben wir einen Montag geschafft. Gleich ist Feierabend. So, Mineralgemisch ist fertig eingebaut. Und alles planen, da kann man mal die Höhenunterschiede sehen. Also da ist ein Absatz hoch, da ist ein Absatz gewaltig runter, hier wieder hoch. Ja, da müssen wir dann angleichen, wenn die Halle fertig ist. Erstmal ist das so für den Arbeitsbereich noch ganz angenehm. Denke ich mal, dass es befestigt ist und dass da die Steine noch drin geblieben sind. Hier kann man das sehen, was ich eben meinte. Das ist so Wellerform in dem Hof hier. Jo, an dieser Seite kommt ein Schirm. Und da wird dann dementsprechend noch aufgefüllt. Dann müssen die alten Steine einmal raus, auffüllen, alles plan ziehen und dann Steine wieder rein. Deshalb haben wir ja noch welche überbehalten hier, dass wir das wieder anpflastern können. Hier wird das dann auch einmal aufgenommen werden müssen und auch plan gemacht. Aber das wird dann irgendwann, keine Ahnung wann sein. Erstmal muss die Halle stehen. Planmäßig, im Moment sieht es noch so danach aus, dass wir das schaffen, dass wir Anfang September das so weit haben, dass wir auch Kartoffeln lagern können. Ja, also im Moment, wie gesagt, sieht es wirklich gut aus. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, wenn es nämlich nicht geht, dann wäre das ziemlich ärgerlich. Dann hätten wir eine Halle hier dann doch zu früh gebaut. Ne? Aber ich glaube, das passt. Judy, so, Viecher sind alle versorgt. Boah, Fahrrad steht da und wartet. Dann warten wir auf den nächsten Regen. Es soll heute Abend noch was kommen. Das ist über uns weggezogen. Das da ist wohl das nächste, was hier kommen soll. Laut Regenradar zumindest. Wir haben jetzt heute einen Tag über 10 gehabt. Ich habe vorhin nochmal im Regenmesser reingeguckt. 10 Liter bis jetzt. Und ein paar werden sicherlich dann aus der Wolke da oder aus wer weiß welche Wolke noch kommt, noch dazu kommen. Jo, Spritze haben wir unter das Dach gestellt. Diese Woche wird das, also wir sind ja jetzt einmal gerade durch. Allerdings hat es auch viel Regen gegeben, nur hat das wenig Wert, jetzt wieder zu überlegen loszufahren, weil es die ganze Woche jeden Tag immer wieder ein bisschen regnen soll. Da steht sie. Im Moment sieht das beim Wetterbericht so aus, als würden wir Montag wieder loskommen und dann ist auch wieder allerhöchste Zeit. Ja, ist wie es ist, ne? So. Dann bis morgen. Dienstag, 2. Juli. Es schifft. Heute Morgen waren schon wieder 10 Liter im Regenmesser. Sind jetzt seit Sonntag bei über 40. Ich werde jetzt heute Vormittag erstmal zusehen, dass ich die letzten Bestellungen, also ich habe gestern schon einen Teil fertig gekriegt. Ich habe auch noch weitergepackt, nachdem der Zusteller schon da war. Also ein paar von euch haben dann eine Versandmitteilung bekommen, aber noch keine Abholmitteilung. Das kommt dann heute. Wird heute gekommen sein, wenn ihr dieses Video seht, ist ja alles schon bei euch. Wenn ich damit durch bin, hatte ich mir eigentlich so auf den Zettel genommen, mit euch nochmal einmal 1-2 Kartoffelschläge anzufahren. Ich hoffe, das klappt. Das wird auch mal sehen, wie viel Wasser da tatsächlich steht schon. Hossa die Waldfee. So, jetzt soll aber er erstmal kacken und ich erstmal noch einen Kaffee trinken und dann geht los. Bis gleich. Donnerstag, 4. Juli. Ja, da guckst du, ne? Boah. Gibt's doch gar nicht. So, wir kommen ja zunächst. Jetzt gerade hat es mal aufgehört zu regnen. Und da wollen wir die Zeit mal nutzen. Haben nämlich die Pakete gerade alle abgepackt. Jetzt ist Bestellungsliste komplett auf Null. Und
Achso, dazu noch, ich habe echt einige Mails bekommen, viele Fragen, wann der Ketchup wieder da ist. Also das, der ist jetzt gekocht, soweit fertig, aber noch nicht etikettiert. Also das wird noch ein paar Tage dauern, eventuell klappt es auch zum Wochenende. Also wenn ihr das hier seht, könnte es sein, dass schon Ketchup online ist. Ich gehe da mal von aus, aber irgendwie so, ich stelle den aber auch erst rein, wenn ich den komplett fertig hier habe, weil alles andere ist irgendwie doof, nicht, dass dann wieder jemand warten muss. Thema abgehakt. So, dann habe ich mir jetzt überlegt, wir haben es jetzt 10 Uhr, wir fahren jetzt mal eben los und gucken uns mal ein bisschen die Schläge an, also so eine kleine AKF. Wir fahren nicht alles ab, wenn wir nicht schaffen. Ich selber würde ganz gerne auch noch, da muss ich dann mal gucken, wie spät es ist, wenn wir mit dem, was ich jetzt zeigen will, durch sind. Eventuell fahren wir dann noch mal eben nach Osterwiesede, weil da wollte ich selber für mich ganz gerne noch mal hingucken. Das entscheide ich dann gleich. Mal schauen. So, wir arbeiten uns von, ich wollte gerade sagen, wir arbeiten uns von schlecht zu besser, aber da kommen auch noch wieder schlechte zwischen. Das sind die schlechtesten Speisekartoffeln, die wir haben. Spät reingekommen und das sind Belana, und das habe ich jetzt schon von ganz vielen Kollegen gehört, dass die letztes Jahr waren die schon nicht so schön und in diesem Jahr dasselbe Spiel, tendenziell vielleicht sogar noch schlechter, und das höre ich von allen, egal ob das jetzt im Bio-Bereich ist oder auch Lars sagte das auch. Jetzt guckt ihr die Scheiße an hier, das ist ein Trauerspiel. Aber hier war auch keine, wir hatten keine Alternative. Wir hatten kein Pflanzgut. Sehr, sehr lückig, sehr bescheiden aufgelaufen. Die sehen, wenn man schnell vorbeifährt, sehen sie mittlerweile schon gut aus im Vergleich zu vorher. Aber es ist einfach Grotte. Es macht keinen Spaß. Hier kommt kein Ertrag runter. Und das in der besten Gegend, was den Boden, die Bodenqualität angeht bei uns. Das ist richtig, richtig traurig. Das ist alles nicht aufgelaufen. Das sind keine Fehlstellen vom Pflanzen. Nicht, dass man das hier jetzt falsch interpretiert. Das ist einfach nicht aufgelaufen. Es ist zum Kotzen. Das zieht sich so hoch. Ne? Wenn man so rüber guckt, oder da ist noch lückiger. Also das ist wirklich die schlechteste Ecke hier. In die Richtung wird es besser. Da halten wir gleich nochmal an. Aber das ist hier nichts Gutes, ne? So, wenn wir jetzt mal so eine mittlere raussuchen, die ist relativ groß, die würde ich sagen, dann buddel ich da mal eben und dann gucken wir uns das mal eben an. Ja, das machen wir doch anders, weil nachher heißt es hier, wir haben das Buddeln gar nicht gesehen. Ich lasse das mal eben mit an. So, ich will mal eben hier den einen aufziehen. Ansatz ist gut, würde ich jetzt auf den ersten Blick. Jetzt haben wir eine ganze Pflanze geopfert. Was wir hier noch sehen können, könnte Rhizoctonia sein. So, wir wollen mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ja, ob die denn, das werden Drillinge. Da ist die Mutter, hier, Mutterknolle. Ja, 18 und 2, wo das, wenn man die jetzt dazu ziehen will, 18 bis 20, ne? Vom Ansatz. So, das ist jetzt, die haben wir jetzt geopfert. Also der Ansatz ist völlig in Ordnung. Da gibt es jetzt überhaupt nichts zu meckern. Aber diese lückige Bestand, das ist das, was Geld kostet. Ne? Und da hat auch schon jemand, ach nee, das waren mehrere, sowohl kommentiert als auch per E-Mail und Instagram und was nicht alles. Achso, Insta, wenn ihr Bock habt, @Röpershof. Bei Instagram. Link ist in der Videobeschreibung. Der lückige Bestand, der kostet jetzt das Geld. Ne? Wie man sieht, ich hatte hier von diesen hier noch keine aufgezogen. Das war für mich jetzt auch hier
die erste, um mal zu sehen, wie der Knollenansatz ist. Der Knollen, und das war eine mittlere Pflanze, die, da wird tendenziell eher mehr sein, da weniger. Ne? So, aber im Durchschnitt, glaube ich, passt das ganz gut im Wild, wenn wir jetzt mal sagen 18. Und die beiden kleinen Drillinge da, die kriegen ja nicht mehr die volle Größe. Weil wenn wir die hochziehen, dann sind die anderen schon wieder Übergrößen. Aber ja, das ist okay, da will ich nicht meckern. Aber der Auflauf ist einfach zum Kotzen. Achso, vom Blatt her haben wir hier, sieht das sehr gesund aus. Das ist auch okay, das ist dieses Jahr nicht überall so, das ist richtig schwierig, die Krautfäule in den Griff zu kriegen. Da fällt mir gerade wieder noch ein Kommentar ein, und dann war das unter dem letzten Video. Warte mal, den suche ich mal eben raus. Moment, da haben wir gleich vielleicht Kommentare. Wir laufen schon mal weiter zum Auto. So. Da. Hallo Sven, kannst du mal von, der heißt auch Sven, kannst du mal bitte zeigen, wie Krautfäule aussieht? Ja, werden wir es gleich noch finden. Und was man dagegen machen kann, auch ohne Chemie. Ohne Chemie kannst du nichts machen. Keine Chance. Geht nicht. Es sei denn, ihr, für euch ist Kupfer keine Chemie. Dann Kupfer. Viel davon. Seile, Ketten, Schäkel und Kupfer. Ganz viel davon in diesem Jahr. Anders geht das nicht. Du kommst gegen die Krautfäule nicht. Es gibt, das Einzige, was man machen könnte, wäre Überdachung und Bewässerung von unten. Denn das ist das Problem, die Feuchtigkeit und die Wärme. Das ist Pilz, für Pilze ideal. Und Krautfäule ist nun mal eine Pilzerkrankung. Und da hilft nur Fungizidbehandlung. Und die ist aktuell in der Empfehlung alle 6 bis 7 Tage. Und ich würde, ehrlich gesagt, schon bald, wenn das so weitergeht, sind das eher 5 Tage teilweise, weil die Regenmengen sind ein Problem. Irgendwann ist die Wirkung dann schon wieder weg, und dann sind die Tage rum und dann musst du trotzdem los. Das hilft nichts. Ansonsten explodieren dir die Bestände, ne? Das haut nicht hin. Das ist ein Problem. So. Also, um den Kommentar jetzt beantworten, ich denke, das beantwortet Sven. Wenn nicht, kannst du gerne unter diesem Video nochmal kommentieren. Keine Chance, geht nicht. Gibt es keine Möglichkeiten. Bei die einzigen, die gar nicht spritzen dürfen, sind Demeter. Im Biobereich Demeter, die dürfen definitiv auch kein Kupfer spritzen. Alle anderen Bio-Verbände dürfen Kupfer spritzen und tun das auch. Radio ist an, was soll das? Und das sind Kartoffeln, die dann ganz schnell verkauft werden, dass sie gegessen sind, bevor sie vergammeln. So, hier wird der Bestand schöner. Das ist auch Belana. Wollen wir hier noch mal einmal reinlaufen. Das ist ja... Man darf auch erfreuliche Sachen zeigen. Dann müssen wir gleich noch mal anhalten. Ich lasse den Autowagen mal eben laufen. Ich will euch das nur mal eben zeigen, den Unterschied vom Auflauf. Das ist hier auch nicht geil. Also da will ich jetzt auch, ne, das ist weit weg von geil. Aber es ist deutlich besser als auf der Seite ganz am Ende. Das definitiv. So, hier kann man auch sehen, wir haben Wasser gehabt, ne? Das ist hier komplett durchfeuchtet. Das ist auch so eine Sache, auch eine Frage, was ist mit Beregnung? Ja, nee. Also es sieht mir danach aus, als müssten wir diese Saison gar nicht beregnen. Also das soll schon mit dem Teufel zu gehen, wenn das jetzt noch zu trocken wird. Ich weiß es nicht, steck's nicht drin. Aber so, hier sind auch so ein paar Stellen, wo da nichts aufgelaufen ist. Aber es sieht schon anders aus als da hinten. Ne? Das wollte ich nur mal eben zeigen. Ansonsten ist das dieselbe Suppe, auch Belana. Krautfäule erkennst du an der Unterseite am einfachsten. Das ist keine Krautfäule. Übrigens, ach, was ich vorhin sagte, Rhizoctonia, das ist, keine Ahnung, so, sonst wie mal, wenn du Rhizoctonia hast, gibt es 2 Möglichkeiten, das zu erkennen. Einmal hat man dann am Stängel, das ist auch ein Pilz,
am Stängel hier so einen leicht weißen Schimmer, was hier nicht der Fall ist, glücklicherweise. Und an den Knollen kann man es sehen. Ich zeige euch das nochmal. Werden wir dieses Jahr in der Ernte mit Sicherheit auch sehen. Ist aber trotzdem für den menschlichen Verzehr geeignet. Aber ebenso wenig schön. Nicht ganz so anstrengend wie Krautfäule, aber ebenso wenig schön. So, dann will ich jetzt mit euch noch mal einmal ein paar Meter weiterfahren zum anderen Ende von diesem Schlag, weil da stehen die Pommeskartoffeln. Da will ich gerne auch einmal nachbuddeln. Das sind hier auf diesem Schlag, das sind die ersten Pommeskartoffeln, die wir gepflanzt haben. Ja, ist so. Müsste gleich selber in den Videos bzw. in meinen Aufzeichnungen nachgucken. Nein, das sind die ersten. Und danach haben wir nämlich hinten gepflanzt, da hinter der Halle. Die allerersten Kartoffeln, die wir überhaupt gepflanzt haben, sind hinter der Halle. Speise. Da fahren wir auf jeden Fall noch hin. Ich weiß nicht, ob wir das heute machen, weil ich will da eigentlich auch schon welche wegholen für den Hofladen. Die zeige ich euch auf jeden Fall noch. So, hier sind die ersten. Da laufen wir jetzt nochmal eben dann noch ein Autowagen aus, Handschuhe raussuchen. Und dann laufen wir da jetzt nochmal eben rein. Und gucken wir nach dem Knollenansatz hier. Das interessiert mich tatsächlich sehr. Muss noch so ein bisschen ein Plätzchen finden. Das laufen ein bisschen rein, das auch exemplarisch ist für den Gesamtbestand. Da waren ja auch noch ein Teil Belana mit reingekommen. Die sehen deutlich besser aus. Wir haben die Scheiße jetzt gesehen und wir gucken uns dann die guten Anas an. So, eine Fahrgasse weiter, keine Ahnung. Ja, komm, eine Fahrgasse weiter. Man kann in den alten Videos auch sehen, wie ich hier schon rumgeflucht habe mit der Beregnung übrigens. Also da unten, guck mal, vor 3 Jahren oder 4. Wir haben ja einen Großteil der Fruchtfolge 3-jährig, teils 4-jährig. Bei manchen Schlägen gehen wir auf 5 Jahre. So. Suchen wir mal eben hier eine Pflanze, nicht aus der Fahrgasse. Keine Ahnung, irgendwo hier mal hin. Oh Gottes Willen. So, liebe Leute, Krautfäule. Hier war ein Nest. Das haben wir gut gefunden. Hier war ein Krautfäule-Nest. Oh, da. So, und irgendwo hier wollen wir jetzt mal was ausziehen. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie wir das am geschicktesten hinkriegen, dass ihr auch was sehen könnt. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Stelle ich euch mal so hin. Oh Gott. Komm. Fehlt mir jetzt hier das Stativ. Ich hoffe, man sieht was. Ich weiß es nicht. Ich heb euch gleich wieder hoch. Handschuhe überziehen und dann hier die Pflanze hier einzeln rauskriegen. Da haben wir eine Larve. Zu. So, das ist die nächste, da ist die nächste. So, das ist die eine Pflanze hier. Und dann ziehen wir, hier ist die Mutterknolle, wir ziehen, da ist eine schon weggefallen. Ich schmeiß die mal, leg die mal alle dahin. 1, 2, 3, 4. 5 verwachsen, 6, diese Mini-Dinger, die lege ich mal eben hier an der Seite, so 6 und die Mutterknolle, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, da geht es noch ein bisschen weiter, 16, 17, 18,
19, 20, da ist noch eine, 21, Junge. Da ist noch eine, die könnte dazu gehören, ich will auch nicht übertreiben. Da, das lassen wir jetzt mal. 21 und dann hier zwei so eine Pinscher, aus denen nichts wird. 21. Das war jetzt auch nicht die kleinste Pflanze. Also würde ich hier sagen 18 bis 22. In den Fontane. So sieht's aus. Hier die kleinen Pissdinger habe ich nicht mitgezählt hier, ne? Die habe ich nicht mitgezählt. Ja. Auch hier Ansatz völlig in Ordnung. Aber der Bestand sieht auch nicht schön aus. Nicht wirklich. Sehr wild. Ungleich. Das ist einfach jetzt mit dem Ansatz, mit dem Knollenansatz. Hier, Käferplage, so sieht das aus, wenn man gegen Käfer nichts macht, dann kommt da gar nichts mehr. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen. Da fällt mir auch schon wieder ein Kommentar ein, eine Frage. Hast du den Käfersammler von Bio-Peters gesehen? Jo, habe ich gesehen. Im Bio-Bereich eine super Sache, überhaupt keine Frage. Hier auch, die ist platt, die Pflanze, da kommt gar nichts. Da wird, hier da sitzen sie auch schon wieder. Keine Chance im konventionellen Bereich. Das reicht nicht. Ne? Also im Biobereich ist das top, damit man überhaupt irgendwas machen kann. Konventioneller Kartoffelbau. Und da kann man jetzt romantisch sein und lieb gucken. Da verdient man aber kein Geld. Wenn man Geld verdienen will, muss der Bestand anständig geführt werden. Und das ist hier schon auch ein Problem. Ganz schwieriges Jahr. Wirklich. Konventionell. Man könnte es versuchen, bringt aber nicht wirklich den Erfolg, den man braucht. Also man kommt da, wenn es richtig, wenn die Käfer hart angreifen, kommst du nicht drum rum, da mit einem Insektizid reinzufahren. Geht nicht anders. So, ich war aber woanders stehen geblieben, glaube ich. Ich wollte sagen, Knollenansatz. Also es ist der Witterung geschuldet, also zu verdanken, wäre die richtige Wortwahl. Wir hatten zum Knollenansatz ausreichend Feuchtigkeit, wir hatten zwischendurch Wärme, auch nicht zu knapp. Und das hat er natürlich geholfen, ne? Das ist so. Also das Geld, das ist natürlich aber auch so, das Geld, was wir jetzt sparen, dadurch, dass wir bislang zumindest nicht beregnen mussten, frisst der Pflanzenschutz in Form von Fungizid natürlich auch wieder auf, ne? Also annähernd. Ich habe es nicht vergleichsmäßig gerechnet, aber für mich so im Kopf, wenn ich meine Überschlagsrechnung mache, ist das so, jo, alles klar, ist so. Also ist das vom Aufwand. Ein Jahr ist sowieso kein Jahr, aber vom Aufwand ähnlich. Erträge dieses Jahr tendenziell schlecht. Was wir bisher gesehen haben. Ne? Ich zeige euch auch noch jetzt mal eben, da fahren wir jetzt mal schnell hin. Den besten Schlag. Wie gesagt, wir fahren jetzt nicht alle Schläge ab, das wird zu spät. Jetzt haben wir schon 20 vor 11. Ich wollte jetzt echt gerne noch mal Klosterfiese stehen. Dann gucken wir uns die Stärkekartoffeln, glaube ich, Klosterfiese da an. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich habe sie euch gezeigt und ich konnte da mal buddeln. Aber was habe ich jetzt? Immer nur aufgeschoben. So, da kommen wir jetzt drauf zu. Auch in den alten, in den Videos aus dem Frühjahr zu sehen, wann wir hier wie gepflanzt haben.
Die sind richtig, die sind schon bald zu krass im Kraut hier. Obwohl hier noch weniger Dünger raufgekommen ist. Wir halten da vorne. An die Stelle erinnern sich auch die Leute, die schon länger zugucken. Auch hier haben wir schon oft mit der Beregnung geflucht. Und hier ist es auch nass. Ich lasse die Handschuhe jetzt hier buddeln. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Wir buddeln nachher nochmal in eine Stärke Kartoffeln. So. Hier ist das, wie man sieht, sandiger. Aber nicht trockener. Hier haben wir im Frühjahr, da an der Seite war es im Frühjahr auch sehr, sehr, sehr nass. Es war ja grundsätzlich nass, aber da war es sehr, sehr, sehr nass. Hier kann man die viel beschriebene Bodenverdichtung sehen. Fahrgasse, ne, ist klar. Hier wird mit Düngerstreuer und Spritze gefahren. Hier steht das Wasser, da steht kein Wasser. Aber das ist saftig hier. Guckt euch das mal an. Das ist saftig im Kraut. Da sind und sehr, das sieht auch sehr gesund aus hier. Kann man so Blattgesundheit 1A, da ist gar nichts. So soll das sein. Da sitzt eine scheiß Larve, verpiss dich. Da sitzt ein Käfer, verpiss dich. Da sitzen noch mehr Käfer. Oh, was ist hier los? Und hier sieht man den Fraß. Das sind die Anfänge und das, was wir vorhin gesehen haben, das ist dann das Ende der Knolle, der Pflanze. Wenn die Käfer damit durch sind, verpiss dich. Ja. Ha. Müssen wir nochmal genau drüber gucken, dass es jetzt noch keine. Ah, hier sitzen auch welche. Muss man aufpassen. Weiter beobachten. Ja, aber das ist so ein Bestand, wie man ihn sehen macht. Ne? Hier am Vorgewende täuscht das alles ein bisschen. Das ist Ein- und Aussetzen. Das ist nicht, weil es nicht aufgelaufen ist. Da sind keine Kartoffeln hingekommen. Das ist da genau dasselbe. Aber ansonsten sieht der Bestand wirklich gut aus. Der gefällt mir. Und das bei dem Wasser jetzt, und das soll nächste Woche auch wieder ein bisschen wärmer werden, dann sollen hier wohl gut Kartoffeln runterkommen. Das soll mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht so ist. Jo, so, wir haben Belana gesehen, wir haben Pommeskartoffeln Fontane gesehen. Oh Gott, das will Schlamm. Denn jubeln wir jetzt los und gucken uns Stärkekartoffeln an. Eins noch, der 15 Hektar Schlag im Moor, das sind ja alle Stärkekartoffeln. Da sind 8 Hektar, die richtig gut stehen, die richtig geil aussehen, und der Rest ist scheiße. Der Rest ist nicht so scheiße wie die, ja, wobei tendenziell doch ähnlich wie die Belana, die ersten, wo ich gesagt habe, das ist totale Kacke. So ähnlich sehen die aus. Also das, da gibt es auch dieses Jahr bei uns von bis, ne? Aber das ist komplett die andere Richtung. Wenn ihr es gerne sehen wollt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann fahren wir da für im nächsten oder übernächsten Video auch nochmal hin. Das ist kein Problem. Ich werde jetzt nur die Zeit so ein bisschen einteilen, dass ich auch noch halbwegs rechtzeitig wieder zurück an der Burg bin, weil ich nach dem Mittag nämlich noch einen Termin habe zur Baubesprechung. Oh, das ist wichtig. Da sind noch ein, zwei Sachen zu klären. So, dann gibt es jetzt mal eben eine Autofahrt. Ich mache mal eben aus und dann sehen wir uns gleich in Osterfiesede wieder. Es sei denn, auf dem Weg dahin ist noch irgendwas Interessantes, dann mache ich wieder an. So,
Weil der Akku, ja, dafür reizt noch. So, hier mal eben rumtüdeln. Kommen wir hier an dem anderen Schlag. Hier waren wir eben eine Pommes. Hier haben wir schon eine Abreife. Hier ganz deutlich zu erkennen, dass das Grüne wandelt sich langsam Richtung Gelb. Das ist jetzt nicht alles Krautfäule, das ist schon ja, hier ist ein Krautfäule-Nest gewesen, aber der Rest, das ist Abreife. Ja, hier sind Stärkekartoffeln, die sind jetzt schön in der Blüte. Da ist auch im Video zu sehen, wie wir hier gepflanzt haben. Da haben wir da hinter dem Busch, hatten wir eine Pflanze einmal versenkt. Da war das, da ist so ein nasses Loch, ein kleines Loch, aber wir fanden es doch. Die sehen gut aus. Blüte durchgehend jetzt. Sind natürlich nicht die ersten, die gerodet werden, wenn das losgeht mit Wietzendorf, aber die sehen ordentlich aus. Also, wie das Jahr, so die Bestände durchwachsen. Bis gleich. Heckschleuder, ich liebe es. Hier die ersten Kartoffeln auch schon in der Abreife. Da hatten wir eigentlich, kann ich noch mal kurz dazu erzählen, ne? Eigentlich so gedacht, Mensch, wenn das passt, können wir die eigentlich grün verkaufen. Bedeutet, nicht abtöten, so rausroden, einmal schlägeln höchstwahrscheinlich, dann, dass das durch den Ruder anscheinend durchgeht. Und dann sind die natürlich nicht schalenfest. Und dann verkaufen, aber da ist im Moment kein Markt für. Können sie nicht brauchen, können sie nicht loswerden. Deshalb werden wir da das Kraut abtöten nächste Woche. Mal gucken, wie das Wetter ist. Eigentlich müssen wir Montag wieder los. Krautfäulebehandlung, und dann bietet sich das an, da die 2 Hektar sind, mit 2 Hektar, die 2 Hektar mit abzutöten. Und dann, wenn sie dann schalenfest sind, nach der Wartezeit, die dann so als schadenfeste Ware zu verkaufen. Mal schauen. Es gibt solche und solche Sprüche und Tendenzen, was man so hört, preislich. Ja. Gestern hat mir einer erzählt, ja, die sollen ja billig werden. Ich sehe nicht, sehe keinen Grund, warum das so sein sollte, ehrlich gesagt. Kartoffeln werden knapp werden. Und es wird, so wie es sich zeigt jetzt, auch Qualitätsprobleme geben. Kann nach meinem Gutdünken eigentlich nicht sein, dass die Preise einbrechen. Vielleicht stagnieren sie, das kann wohl sein, aber einbrechen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn das passiert, wenn der Handel das, ja, versucht durchzudrücken, die Preise runterzudrücken, dann wird es nächstes Jahr, das wird sowieso schon schwierig nächstes Jahr mit Kartoffeln, so wie es das jetzt zeigt, da ein anständiges Pflanzgut zu bekommen. Das war dieses Jahr schon sehr, sehr schwierig. Wir haben lange nicht alles bekommen, was wir haben wollten, was ich bestellt hatte. Und dieses Jahr ist wieder schwierig, und wir wissen noch nicht, wie die Ernte wird. Das kann auch richtig nach hinten losgehen. Das kann noch richtig, richtig nach hinten losgehen. Wir kommen jetzt gerade am anderen Schlag vorbei. Vielleicht halten wir da noch mal eben kurz auf dem Weg nach Osterfese. Da habe ich die, ja, scheiß drauf, Alter, auf die 5 Minuten kommt es auch nicht an. Ich biege hier nochmal einmal ab. Das will ich nochmal einmal mit euch begucken. Hier auch Stärkekartoffeln. Hier habe ich nämlich auch noch nicht gebuddelt, fällt mir ein. Da gucken wir nochmal eben ran schnell. Oh, jetzt wird er mit dem Akku da. Ich muss mal gucken, ob ich ein Kabel dabei habe. Scheiße. Jetzt aber schnell. So, Stärkekartoffeln. Da hinten sind die kleinen Schläge, und da hinten ist der andere hinter dem Busch, als René hier war zum Film. Wengelewski von Grimme. So, ich buddel jetzt mal eben eine aus. Ihr vertraut mir, dass ich nur eine ausbuddel, aber der Akku ist sonst gleich alle. So, eine habe ich, habe noch nicht gebuddelt, ich habe es nur auf hochgezogen und abgeschüttelt. Da ist die Mutterknolle, die ist komplett gar, die ist durch. Hier hängt noch so ein Drilling, den zählen wir nicht mit. Schmeiße ich das Kraut an der Seite und dann gucken wir mal hier. Da ist die nächste Pflanze, da wo ihr steht, ist die auf der anderen Seite die nächste. Das wollen wir mal zählen hier.
Ja, so, 1, 2, 3, 4, 5. Die hängt da. Die bleibt drin. Sechs, sieben, acht, die ist da fest, ne? Ja, geh weg. Junge, Junge, da, sie ist zur Seite hin. Groß schon. Neun. Ach, Scheißstelle, hier liegen Kartoffeln zu dicht zusammen. Das ist jetzt hier nicht geil. Da kann man sehen, was passiert, wenn die dicht zusammenstehen. Ne, das ist noch davon. 10. Jetzt mehr erwartet. Ja, Regenwurm macht deine Arbeit. Ja, Wurzeln. Ne, da kommt nichts mehr. Das war jetzt nicht exemplarisch, weil hier haben wir, da ist schon die nächste Pflanze und da ist schon diese Knolle, die ist an der Pflanze, die gehört nicht zu der, die ich aufgezogen habe, und hier auf dieser Seite haben wir das gleiche, also die sind hier zu dicht zusammen. Wer sich daran erinnert, hier habe ich in der Maschine gehockt und Kartoffeln nachgeschoben. Hier sind die dann teilweise zu zweit auf den Becher gefallen und all so ein Scheiß, ne? Auch in den Videos zu sehen. Das ist nicht exemplarische Pflanze. Aber okay, 10. Nicht exemplarisch. Aber wir ziehen die jetzt nicht noch mehr auf. Wir sind ja hier nicht zur Selbstbeweihräucherung, sondern zum Gucken. Aber das ist ja immer gut, dass wir das auch mal zeigen könnten. Konnten. So. Ja, wir haben hier am Rand leichte Verunkrautung, aber das ist alles noch nicht schlimm. Das ist mit dem Boden kein Problem. Das Kraut bei den Stärken muss sowieso in den meisten Fällen geschlegelt werden. Ja, und der Bestand als solches steht aber für dieses Jahr auch wirklich gut da. Wir können ja noch mal einmal da vorne, ich hoffe, ich habe ein Kabel dabei. Sonst wird aber der Strom wirklich noch knapp. Puh. Zur Orientierung, wir sind hier in dem Badelsdorfer Windpark. Da hinten sind die neuen Mühlen, die zuletzt gebaut wurden mit dem roten. Wie kann man das auf der Kamera sehen? Weiß ich nicht. Das hier sind alte Dinger. Und die Frage kommt auch immer wieder, deshalb sage ich es jetzt schon mal. Nein, da habe ich nichts mehr zu tun. So, wenn man jetzt so über den Bestand rüber guckt, ich hoffe, man kann das auf der Kamera erkennen, sieht er gleichmäßig aus und schön zu. Also das passt hier. Und da hinten sind ja dann, ist der andere Schlag, da ist einmal der Graben zwischen. Wenn ihr euch erinnert, beim Pflanzen, da haben wir ja dementsprechend der relativ große Streifen liegen lassen, weil man da dann sowieso nicht behandeln darf und dann hat das keinen Zweck, da Kartoffeln reinzusetzen. Denn wenn da dann Krautfäule-Druck entsteht, zieht das in den ganzen Schlag rein und das macht keinen Sinn. Abstandsregelung, Graben und so weiter. So, jetzt fahren wir aber nach Osterfesele. Ich suche im Auto nochmal eben nach dem Kabel, dass ich euch ein bisschen aufladen kann. Ich hoffe, ich finde eins. Kabel hatte ich, aber in der Zeit hat es natürlich jetzt nicht so viel gebracht. 1%, Wahnsinn. Deshalb schnell scheiße Handschuhe. Oh, Moment. So, Orientierung. Wir hatten also den vorderen Teil gepflanzt, haben hier die Wagen stehen gehabt. Und zum Schluss, ganz am Ende, da auf der linken Seite für den Rest. 18 Hektar. Tüffels, nass und
Hier das Vorgewand ist richtig, richtig nass. Das wird in der Ernte dann wohl auch noch Spaß machen. So, ich laufe jetzt ein bisschen rein und dann knipse ich gleich wieder an, dass wir mal einmal buddeln können. Hier, da ist eine Senke, da steht auch Wasser, das blanke Wasser. Es läuft hier so runter von beiden Seiten dahin. Boah, Alter, kannst nicht mehr laufen hier. Junge! Da weiß ich nicht, ob das die richtige Stelle zum Buddeln ist, aber viel weiter. Ich guck mal eben. So, ich bin ja so ein bisschen von der Fahrgasse weg, von den ganz feuchten. Ist aber trotzdem hier die Durchfeuchtung. Das ist nicht feucht, das ist nass. Das ist sehr nass. Hier, da ist, hängt die Mutterknolle. Hier. Oh, da ist noch eine dran. Die habe ich nicht abgemacht. Wenn ich die Kleinen mitzähle, bin ich hier bei irgendwie 23 oder 24. Wenn wir die weglassen, weiß ich nicht. Gut 20 auf jeden Fall. Also das ist okay. Aber wir haben, da ist die Mutterknolle, die ist auch schon komplett gar. Die ist zu Ende. Es gammelt natürlich bei den Verhältnissen noch schneller, ne? Wenn das so nass ist, wenn man jetzt noch irgendwo bei Staunässe buddeln würde, wäre die wahrscheinlich noch garer. Krass. 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 Das ist natürlich auch sortenabhängig und verarbeitungsmäßig abhängig, wie die Knolle, die Mutterknolle erhalten bleibt. Aber du hast beim Roden ja oft auch noch halbwegs stabile Mutterknollen dabei und die gehören nicht dazu, ne? Die sind dann weg. Das sind ja auch relativ spät gepflanzte hier. Wie man das auch sieht von der Sortierung, da ist noch viel Luft, die brauchen noch lange. Das sind so ziemlich die kleinsten, die ich hier erst von dem Strauch runtergepflückt habe. Das ist die kleinste, die ich von dem Strauch habe. Und dann geht das von bis, das ist die größte. Hier ist ja auch, hier soll einfach Masse kommen, ne? Da dürfen auch Übergrößen kommen, alles egal, Hauptsache Masse. Stärke, Industrie. Ja. Boah, wir mal wieder rein hier. Ja, das sind ein paar. Vom Ansatz okay. So, jetzt ist hier auf diesem Standort die Frage, was macht das Wetter? Natürlich wollen wir Wasser. Wir wollen aber auf keinen Fall zu viel Wasser. Es bleibt spannend. Ja, Bauern sind immer am Jammern, das ist immer alles scheiße. Eine Freundin von uns sagte das neulich auch schon. Erst jammerst du, dass es zu trocken und zu heiß, dann jammerst du, es zu nass, scheiß Regen. Ja, ist so. Punkt. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Wir leben damit, wie es kommt. Wir leben damit, wie es ist. Wir müssen damit umgehen. Kein Jahr ist wie das andere. Und das ist jetzt schon wieder, das sieht aus wie 2017. In 2017 bin ich viel mit dem Spaten los gewesen und habe dann solche Stellen, weil die dann nicht nur da vorne waren, sondern die ganze Reihe, gebuddelt, um Wasser abzulassen. Haben wir letztes Jahr übrigens ja auch bei einem Schlag, ne? Bei zwei Schlägen sogar. Fällt mir ein. Da war Jens auch noch mit zum Schaufeln. Ja. Boah, hier. Boah. Junge, Junge, Junge. So, dann bleibt jetzt abschließend dazu noch zu den Kartoffeln was zu sagen. Und zwar versuche ich den Dreck hier von den Schuhen ein bisschen wegzukriegen. Ich habe mich ein bisschen verkalkuliert, leider. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet. Moment. Nicht damit gerechnet, dass wir dieses Jahr solche Probleme bekommen. Ich war von einem halbwegs normalen Jahr ausgegangen. Also jetzt ohne besondere Vorkommnisse, ein bisschen beregnen, bisschen Krautfäulebehandlung, halt normal. Aber was ist schon normal? Ja, na, die Schuhe sind nicht wirklich sauber geworden. Egal. So, long story short, nach dem letzten Stärkejahr bot sich mir die Gelegenheit, noch ein paar Anteile Wietzendorf Emsland Group dazu zu kaufen. Das habe ich dann auch getan. 10 Anteile dazu gekauft. Ein Anteil sind 30 Tonnen zur Info. Also das bedeutet 300 Tonnen mehr. Und selbst die hatten wir
in der letzten Ernte überschritten. Also habe ich gesagt, okay, Moment. Das kriegen wir safe hin mit der geplanten Anbaufläche. Dass wir jetzt aber in solche Probleme kommen, das hier sieht jetzt nicht schlecht aus. Also das sieht sogar deutlich besser aus, als ich das jetzt erwartet hatte heute, wie sie da stehen. Die Qualität ist eine Frage. Das Kraut sieht gut aus bis jetzt. Das sieht gesund aus, habt ihr gesehen. Keine riesengroßen, zumindest habe ich bis jetzt nichts gesehen, wir fahren da gleich noch einmal rum. Keine riesengroßen Krautfällenester. Warte mal, ich stecke mal das Kabel eben ein. Vielleicht ist das so lang, dass ich hier trotzdem was zeigen kann. Ja, könnte gehen. Sonst haben wir gleich wirklich, ist der Akku. Oh, Mann ey. Mann ey. Jetzt komm. Funktioniert? Jo, geil. Wir haben Strom. Also. Da muss ich mich nicht so abhetzen beim Erzählen. Hier sieht man das so vom Weiten, sieht das sehr gut und gesund aus. Wir können ja sonst gleich noch mal einmal da an der Seite ranbremsen. Hier hatten wir, was ich eben meinte, hier hatten wir zuletzt die Wagen zum Pflanzendünger und Pflanzkartoffeln. Als wir dann dieses Ende hier fertig gepflanzt haben, hier haben wir ja, oh, hier steht das Wasser im Vorgewinde. Hier haben wir drei Anläufe gehabt zum Pflanzen. Also was ich sagen wollte, das Kraut sieht gesund aus, das Pflanzgut, die Mutterknollen, was ich jetzt, die eine, die ich gesehen habe, die war ein bisschen enttäuschend. Also schon, der Ansatz ist ja da und dass die Kartoffeln wachsen, das ist keine Frage. Aber ich war jetzt eben doch ein bisschen überrascht, dass sie schon so weit runtergegammelt ist. Wir haben jetzt heute, was habe ich Ihnen gesagt, der 3. Juli oder 4., was ist heute? Ihr wisst es ja, ich habe das für heute Morgen gesagt. Das ist schon, ja. Ja, ja. Ich weiß, wir haben ja noch keine Mitteilung, wann die gedenken, das Werk zu öffnen dieses Jahr. Ich hoffe, dass das nicht wieder erst im September ist, sondern irgendwie so Ende August, 20. rum, wäre eigentlich schon wünschenswert. Einfach damit man die Arbeit fertig kriegt. Wie sich das Ganze dann hält hier, ne? So, wenn man jetzt hier mal guckt, ich steige jetzt nicht aus, wir haben ja nur genug Kartoffelkraut gesehen, aber das sieht so saftig aus. Also, das ist wirklich in Ordnung. Da ist so eine kleine Senke, deshalb sieht das, der Bestand da ein bisschen lückig aus, da stand wohl mit Sicherheit auch Wasser. Aber sonst sieht das hier, wie gesagt, besser aus, als ich das erwartet hatte. So, ganz da oben, jetzt fängt schon wieder an zu pressen. Ganz nach oben müssen wir nicht fahren. Da sieht es genauso aus wie hier. Das Schiff durch den schmalen Schlitz hier rein. Glaubst doch alles nicht, ey. So, mach zu. So. Licht wieder an. Wahrscheinlich aber auch nicht schlecht. Ja, das sind die Kartoffeln dieses Jahr aus der Vesede. Ein Schlag, 18 Hektar. Hier haben wir letztes Jahr gerodet, wer sich erinnert, da hatten wir auch den LKW hier mit hergenommen. Ja, das ist jetzt weggetauscht, also ist nicht unser Mais. Nochmal zur Info, wir bauen kein Mais an. Ich kann, glaube ich, sogar die Kamera da hinstellen. Oh, wie angenehm, mit Strom. Also es bleibt spannend. So. War ich zu Ende gekommen mit der, ich habe mich verzockt Geschichte, verkalkuliert, hört sich ein bisschen sympathischer an, ne? Ich hatte gesagt, ich habe diese 10 Anteile dazu gekauft, 300 Tonnen, so, und jetzt mache ich mir ein bisschen Kopf, dass ich die 100% nicht voll kriege. Und es gibt ausbezahlt eine Vertragserfüllungsprämie unter anderem, also es gibt verschiedene Zulagen, der Basispreis bei Stärkekartoffeln ist nicht wirklich interessant, das muss man auch ganz klar so sagen. Mit 120 Euro die Tonne. Nicht so spannend. Ist natürlich abhängig vom Stärkegehalt, ist klar. Also wir verkaufen im Grunde da ja keine Tonnen Kartoffeln, sondern Kilo Stärke. Aber auf einem Richtwert von 19% Stärkegehalt, so, dann
Hast du denn 23-24% Stärke, wird das natürlich der Spaß deutlich größer. So, und dann gibt es auch noch diverse andere Zuschläge. Alter! Entfernungspauschale zum Beispiel, da gibt es für ab 50 Kilometer ein bisschen was drauf. Dann gibt es Schmutzzulage, wenn man wenig Schmutz gekommen ist, gibt es noch ein bisschen Bonus. Und es gibt halt die sogenannte Vertragserfüllungsprämie. Eben hat die Sonne geschienen. So, und die Vertragserfüllungsprämie bekommt man, wenn man 100% geliefert hat. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Man hat Verträge und man, eigentlich sollte es ja selbstverständlich sein, sagt jetzt jemand, der damit nichts zu tun hat, dass man 100% erfüllt. Ja, aber wir... Leck mich doch am Arsch. Wir arbeiten mit und in der Natur. Und das ist nun mal nicht alles planbar in dem Maße. Und das Problem, jetzt könnte man auch sagen, gut, dann musst du halt dementsprechend zur Sicherheit mehr anbauen. Kannst du aber auch wieder vergessen, weil dann hast du nachher zu viel. Das nehmen sie dir nicht ab. Wenn es ein krasses Jahr im positiven Sinne gibt, also große, viel Ertrag, dann wirst du nachher auch unter Umständen die Kartoffeln nicht los. Oder du kriegst dann nachher deutliche spürbare Abzüge für die Kartoffeln, die genauso gut sind wie die anderen, die für den Vertrag da waren. So, Alter! Braten wir doch einen Storch. Ihr seid live dabei. Gibt's doch gar nicht. So, und deshalb ist das immer so ein bisschen gefühlsmäßig zu betrachten, das Ganze. Und aus dem Grunde gibt's halt zu Recht diese Vertragserfüllungsprämie. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Ich habe so ein bisschen, also wir werden 90% sicherlich hinkriegen, aber 100% dieses Jahr wird eine Herausforderung. Also das bedeutet dann für uns wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, dass wir die Vertragserfüllungsprämie nicht bekommen. So, und das macht dann auch mal eben gute 10.000 Euro aus. Das ist verdammt viel Geld. Verdammt, verdammt viel Geld. Was ist das für ein Wetter, Leute? Da scheint die Sonne. Und hier schifft das eben gerade wie Weltuntergang. Ne? Krass. Also mir... Jetzt kann der Scheibenwischer wieder aus. Hier ist trocken. Die Straße ist trocken. Mir schweren so viele tausend Gedanken im Kopf rum, dass ich mit Sicherheit noch irgendwas vergessen habe zu sagen oder keine Ahnung, vielleicht habe ich irgendwas falsch gesagt oder so. Tut euch keinen Zwang an und schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch was wissen möchtet, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr was anders denkt als ich, schreibt es in die Kommentare. Alles gut, solange ihr fair bleibt und freundlich. Könnt ihr mir alles schreiben und was ich beantworten kann und will, werde ich auch beantworten. So, jetzt fahren wir durch den Herbst zurück nach Hause. Bis gleich. Bericht stand irgendwie 1 Liter Regen heute. Passt nicht ganz. Alter Schwede. Leute, unverhofft kommt oft. Erstens Sonne.
Das ist so leidlich, jetzt gerade mal verschwunden, aber eben hat sie geschienen. Dann, Rasenmähtrecker war fertig, habe ich gerade abgeholt. Und ich soll wohl jetzt das abholen, wofür wir noch Kennzeichen brauchen. Das soll da runter von hoch, falls im Weg steht. Dann machen wir das doch. So, eigentlich hatte ich auch... Ja. Eigentlich hatte ich geplant, die beiden Fahrzeuge... Ach, ihr habt es ja wahrscheinlich eh schon mitgekriegt. Viele haben richtig geraten, das sind Akkuliner. Akkuliner, aber nicht solche. Andere. Naja, auf jeden Fall wollte ich die eigentlich hier unterstellen. Aber ein bisschen voll geworden. Wir haben Holz sägen lassen und das war fertig. Das hat Vater eben noch abgeholt. Und das soll natürlich auch nicht unbedingt nass werden. Ja. Also die beiden Kipper sollen bei der Werkstatt weg, weil sie da im Weg stehen. Und ich habe im Moment... Das Steuergerät reagiert nicht auf die Software-Versionsanfrage. What? Alter. Michi, wenn du das gesehen hast, was ist das? Kannst du mir mal eine WhatsApp schreiben. So, ich weiß auch noch nicht so genau, wo ich die beiden hinstellen will. Das muss irgendwo hier auf der Platte hängen, erstmal. Und dann müssen wir ein bisschen die Tage ein bisschen umdisponieren. Keine Ahnung wie. Mal schauen, wir werden sehen. Irgendwie findet sich da was, ne? Findet sich ja immer irgendwas. So. Und die Schaufel lassen wir hier. Das ist da alles ein bisschen eng zum Fahren. Und dann schauen wir uns die Dinger gleich mal an. Und jetzt kann ich auch noch eine andere Frage aus den Kommentaren aus irgendwo da unten ältere Videos beantworten. Warum brauchst du denn noch eine Kehr 80? Fährst du im Kartoffelrude? Nee. Für die Kipper brauche ich Kehr 80. So, der erste ist ganz fertig. Der steht ganz hinten irgendwo. Den sollen wir schon wegholen. Der zweite, da sind sie dran. Der ist fast fertig. Und man wünscht sich, dass ich beide abhole, weil hier alles voll steht. Und das sieht man ja auch. Noch Maschinen auf dem Hof, ne? So, braucht noch jemanden hier einen Steinsammler, steht einer, Kartoffelroder, ausreichend Kartoffelroder stehen hier. So, da hinten irgendwo steht der erste Kiwi. Jo, liebe Leute, gucken wir uns gleich zu Hause in Ruhe an. Radio erstmal tot machen. Da ist das Geschütz. Den Rest zeige ich aber, wie gesagt, ja, ich weiß. Gleich zu Hause, wir fahren diesen jetzt weg, dann holen wir den zweiten und dann können wir uns das in Ruhe angucken. Wir müssen gleich noch im Übergabeprotokoll. Ist sogar Druck drauf da. Ja, also den fahre ich jetzt, wie gesagt, nach Hause und gleich geht es weiter für euch. Hier immer noch die Möglichkeit, Kamera aufzubauen. Da muss ich noch was machen. So, Stufe 2 wäre auch ganz nice. So komme ich da überhaupt rum. Leute, das ist aber eng hier. Deibel. Mit dem Stapler hier reingedrückt. Junge, nix passt. Ich kann verstehen.
verstehen, dass ich die heute auf jeden Fall schon wegholen soll. Ist ja echt kein Platz. Alter Schwede. Hier ist was los. Kommen wir da rum. Gut, dass wir gute Spiegel haben. Das passt hinten. Sieht gut aus. Den Bolzen eben mit. Boah, jetzt Ding einstecken. Ja, direkt wieder hin. Leute, also ganz kurz dazu, hammergeile Kipper, die er da baut von Kröger, überhaupt keine Diskussion, sonst hätte ich auch keinen gekauft. Mittlerweile ja 6 sogar, wenn man da so noch mit brennen. Hammergeil, wirklich. Richtig, richtig piekfein Qualität. Wissen wir seit vielen Jahren, dass das so ist. Der erste Zug ist von, ich glaube, 2007. Ne? Aber Leute, Handbuch, okay, digital, voll in Ordnung. Muss ich nicht in Papierform haben, brauche ich wirklich nicht. Aber doch nicht auf einer CD-ROM. Junge, wir sind 2024. USB-Stick. USB-Stick wäre okay. USB hat man noch. USB ist okay. Ich habe kein CD-ROM-Laufwerk. Ich muss ganz scharf nachdenken. Vielleicht im alten Laptop noch. Also da muss ich noch mal jemanden fragen, ob er mir eine PDF per Mail schicken kann oder sowas. Völlig in Ordnung. Also wie gesagt, ich brauche da wirklich kein gedrucktes Buch. Eigentlich brauche ich gar keine Anleitung für Kipper, aber dann USB-Stick wäre mal, das ist mal so ein Pro-Tipp. Jo, so, zweiter ist hinter, Übergabe ist fertig, ich habe die Papiere hier. Bremsen tun sie auch. Nachlauflenkachse lenkt. Jetzt fahren wir den zweiten nach Hause und dann gucken wir uns den mal eben zusammen an. Ne? So viel Zeit muss rein. Blinker blinkt auch.
Irgendwann hat mal jemand kommentiert, ich soll doch nicht immer, wenn neue Maschinen da sind, auf dem Titelbild das schon spoilern, dass man das schon sehen kann, was es ist. Also ich kann es verstehen, aber ich mache es trotzdem. Das ist ein schöneres Bild. Ich muss aber überlegen, was ich mache. Kommt der mal vielleicht umgekehrt oder so. Ich habe aber eben bei Lohmann auch schon mal zwei Fotos gemacht. Vielleicht mache ich da auch eins von. Das sehen wir gleich. So, jetzt fahre ich. Wo steht die Sonne? Aufgeschissen. Ich fahre jetzt direkt daneben. Kipp den einmal. Nee. Doch. Doch, ich kipp den einmal hoch und dann können wir uns den. Wir haben ja den anderen daneben. Dann gucken wir uns den einmal an und dann sehen wir das dann, wenn das im Weizen, im Weizendreschen losgeht, sehen wir den dann im, tatsächlich im ersten Einsatz. Ne? So machen wir das. Ich lasse diesen hier auch noch, den hänge ich jetzt nicht ab, weil ich will morgen noch mal gucken, ob ich die vielleicht doch noch woanders hingestellt kriege, aber für heute ist das hier schon gut. So, so natürlich gerade. Einmal gerade hinstellen. Danke. So, wo habe ich jetzt die Lenkachse draufgelegt? Da ist sie nicht. Da ist sie. So, habe ich nach oben in Luft. Vielleicht kippen wir nicht ganz hoch. Schauen wir mal. Kippen habe ich auf grün gelegt, glaube ich. Jo. So, liebe Leute, mache ich jetzt mal eben den Schlepper aus, damit es nicht so laut ist und ich nicht so schreien muss. Und dann laufen wir mal einmal ganz kurz drum. Und wenn ich da was vergesse, sage ich jetzt vorab schon mal, dann dürft ihr das auch gerne kommentieren, wenn ihr was wissen wollt oder was sehen wollt. Und dann machen wir das natürlich so. Wir haben hier Tandemkipper, zwei Stück, Krüger, Acroliner. In einer Ausstattung, die mir so am meisten zugesagt hat. Wir laufen zur anderen Seite. Ne, wir fangen hier an, andersrum. So. Ist klar, liegt auf der Hand. Da habe ich aber gleich noch was zu sagen, wenn wir auf der anderen Seite sind. K80, Untenanhängung, anständige Puschen, damit wir Kartoffeln vom Feld kriegen. Das sind 560er. R22 BKT. Ich denke einen guten Reifen. Ich habe vorher noch ein paar Leute gefragt und die waren alle der Ansicht, dass das taucht. Wir laufen eher mal andersrum, bevor wir nach hinten kommen. Auf dieser Seite ist sonst nicht mehr ganz viel zu erzählen. Bremse lösen liegt auch auf der Hand. Dann haben wir hier die Feststellbremse auch klar. Hydraulikanschlüsse. Hier habe ich einen nicht angeschlossen. Das ist ein Durchtrieb. Das haben wir bei den anderen Akkulinern auch grundsätzlich immer. Wenn man dann doch mal im Zug fährt, weil das ist ein Drei-Seiten-Kipper, dann habe ich einen Durchtrieb für den hinteren Akkuliner und dass ich beide kippen kann, ohne hier irgendwie Hydraulikstecker umstecken zu müssen auf den Durchtrieb. Das ist einfach ja nur ein Schlauch und hinten eine Buchse, da kommt das dann nicht mehr drauf an. Dann haben wir hier an Hydraulikleitungen Kippzylinder 1, das ist halt das, was wir gerade gemacht haben. Kippen 2 ist der Durchtrieb, 2 der Anhänger. Stützfuß doppelwirkend, das wollte ich unbedingt haben. Ich habe das bei Lars, Bio-Peters war es, glaube ich, im Video gesehen, wie ätzend das ist, wenn man den einfach wirkend hat. Da hatte ich keinen Bock drauf. Dann habe ich gesagt, nee, komm, das tue ich mir nicht an. Doppelwirkend und Steuergeräte haben wir genug, das ist nicht das Problem. Dann haben wir Nachlauflenkachse. Das war eine Diskussion. Das war eine längere Diskussion. Man sagte mir, das tut nicht Not, lass das sein und das wird in der Produktion, wird das dann auch nicht mehr zeitlich so passen, wie du dir das vorstellst, weil wir müssen diese Nachlauflenkachsen bestellen und so weiter. Hat final dann aber ja doch alles gepasst und ich bin so froh, dass ich da nicht von meiner Meinung abgegangen bin und ich hatte dann auch noch die Kollegen gefragt, Axel und Hannes und so weiter und so weiter.
Und Peter und die waren auch alle der Meinung, nee, das musste. Und wir haben damals mal, wer sich erinnert, diese alte kleine Krampemulde gehabt. Das war eine starre Achse hinten. Und das mochtest du nicht sehen, wenn da ein bisschen Gewicht drauf war, wenn du den um eine Kurve gefahren bist. Das mochtest du wirklich nicht sehen. Das ist auf Dauer nicht gut. Keine gute Idee. Deshalb Nachlauflenkachse. Ich wollte keine Zwangslenkung haben. Also das ist natürlich schön, aber wir haben da den Anbau an den Schleppern nicht und dann kriegst du das auch mal an, hast mal einen Mietschlepper oder was auch immer und dann kriegst du es dann nachher nicht ran, weil der es nicht hat und so. Das wollte ich nicht. Ob das jetzt klug ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber Nachlauf, ne, das ist schon, glaube ich, eine richtige Entscheidung. So, da hat, und dafür haben wir zwei Hydraulikanschlüsse. Wir haben einmal Plus zum Feststellen und dann haben wir minus druckfreier Rücklauf, der sitzt hier drauf und das sind die Hydraulik-Geschichten. Dann haben wir natürlich nur mal Lichtkabel und Bremse, auch normal, wie immer, wie überall. So, dann gucken wir mal auf diese Seite, da habe ich nämlich eine Besonderheit bestellt und zwar das gute Ding hier, ist hier verzurrt, kleinen Karabiner. Einfache Unterlegpatte, Kranfahrer kennen sowas, die haben das grundsätzlich dabei für die Hydraulikstempel. Und warum habe ich das? Weil ich auch einen Hydraulikstempel habe. Wenn ich auf dem Acker abstellen möchte oder muss, also es ist nicht die Regel, aber es kann natürlich passieren, dann reicht mir der Fuß nicht und das sackt mir ein. Und dann sind da Kartoffeln drauf und dann ist alles scheiße und das sackt komplett runter und dann kriegst du den nicht mehr hoch genug. Der geht sehr, sehr hoch. Also der stand, als ich den ersten Kipper den abgeholt habe, der stand da ja in dieser Höhe oder so. Es geht schon was. Aber wenn es dann noch weiter runter sackt, dann hast du richtig Geburtstag, da hast du ein Problem. Und dann kriegst du nämlich den Wagen nicht wieder angehängt. Und das ist scheiße. Auch schon alles erlebt. Und deshalb, wir haben sonst immer auf dem Kipper oben drauf, hatten wir dann auch bei dem Krampelkipper, da hatten wir so eine Bohle da liegen, so eine scheiß Holzbohle, dann ist die weg und dann, nee. Und deshalb habe ich gesagt, habe ich die gefragt, geht das? Und jo, kein Problem, können wir machen. Haben sie gemacht, Ausführung super, gefällt mir richtig gut. Ist hier gut aufgehoben, ist stabil auf dem Rahmen geschweißt, die Halterung, alles top. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, dass das auf der Seite gewesen wäre. Weil die brauche ich mit Sicherheit öfter als die Keile. Steig links vom Schlepper ab, kuppel alles ab und dann laufe ich einmal rum, um mir die Platte zu holen. Ist dann jetzt so, ne? Also es ist, wie gesagt, es wird nicht jeden Tag in der Kartoffelernte sein, dass wir die Kipper abhängen. Aber es ist okay, aber es wäre auf der anderen Seite ein bisschen schöner für mich. Also es ist subjektiv, ne? Jo, so, Beleuchtung haben wir Seitenbegrenzungsleuchten mitgenommen. Räder hatte ich schon gesagt. Ja, typische, gucken gleich vorne nochmal eben. Dann haben wir hinten drei Kornschieber. Was ich auch gesagt habe, wenn man neue Wagen kauft und man Kartoffeln hat, dann sollte man drei Schieber nehmen. Das haben wir bei dem neueren Akkuliner-Zug ja auch. Bei dem alten damals hatten wir es nicht genommen. Ne? Das ist halt so. Aber bei denen ist es so und bei diesen jetzt auch. Das ist schon wirklich eine feine Sache. Und dann haben wir gesagt, ja, ich wollte erst keine Rutsche mitnehmen. Das ist ja jetzt auch nur so ein ganz kleines Ding. Das gibt es ja auch noch deutlich größer. Aber da wurde ich so beraten, dass das am Sturzbunker vielleicht doch schlauer ist. Und ich glaube tatsächlich, die haben recht. Man kann sie ja auch abnehmen. Ne? Die sind hier einmal genauso wie die Korn, bei den Kornausläufen, die schütten. Einfach hier mit dem Sticken. Die nimmt man raus, dann kann es abnehmen. Die ist dann zusätzlich noch verschraubt. Das kennt man auch von unseren alten Akkuliner. Das sind zwei Schrauben, einmal hier und einmal auf der anderen Seite, damit das nicht hin und her tüdelt. Ja, ist okay. Dann hat man hier, das ist neu, einen deutlich längeren Hebel jetzt, um die hintere Klappe zu öffnen. Gefällt mir richtig gut. Zum Aufmachen gar nicht weiter interessant. Ich kann einmal raufluschern. Ach, da wollte ich auch noch was zu sagen. Das machen wir gleich. Dann müssen wir den runterlassen. Und einmal die Klappe aufdrehen. Zum Zumachen ist das schon wertvoll, dass man ein bisschen größeren Hebel hat, dass es nicht so schwer geht. Dann ist da mal irgendwie ein Stück Kartoffel zwischen oder irgendwas und das soll schnell gehen und dann kriegst du es nicht zugeknebelt und das ist schon schön. Da haben wir hier an der Seite den Hebel, um hier zu öffnen, die sind getrennt zu öffnen, hinten, vorne, sind nicht verbunden. Hier, man könnte es verbinden, aber das wollte ich auch nicht, möchte gerne getrennt öffnen können auf beiden Seiten. Ja, getrennte Klappen, das ist auch so ein Ding. Ursprünglich hatte ich gesagt, brauche ich gar nicht zwingend getrennt. Aber bei der Höhe,
bei der Aufbauhöhe hätten sie die Bordwände flicken müssen, wegen der Maße. Entweder flicken oder halt auf Plastik gehen. Und Plastik kostet dann nochmal extra wegen der Lackierung. Plastik ist vom Grundsatz her weiß, dann hättest du eine weiße Kipper gehabt. Und dann musst du, wenn du die lackiert haben möchtest, auch nochmal wieder extra bezahlen. So, und dann war das die Entscheidung zwischen Plastik oder hier getrennte Klappen, lag auf der Hand, weil da war preislich kaum Unterschied. Und deshalb haben wir jetzt getrennte Klappen. Also ich hätte es nicht zwingend gebraucht in dem Fall, aber also auf einer Seite hätte ich es wohl genommen, aber nicht auf beiden. Aber jetzt haben wir es so. Eben aus dem Grund, weil du sonst die Stoßkanten hast, da könnte Wasser reinziehen, das alles kacke, wäre kacke gewesen. Also so ist es top. So, was wir aber auch machen können, bevor wir da, das machen wir mal eben, nochmal eben einen Kornschieber auf. Schrauben den mal eben fest, dann kann ich euch nämlich zeigen, was ich zeigen wollte, ohne dass wir die Plane jetzt entwickeln müssen. Und zwar, also sieht hier innen im Grunde aus wie bei jedem Kipper, den wir haben, aber das ist neu. Das hatten wir vorher nicht und das gefällt mir richtig, richtig gut. Wir haben hier bei den anderen Kippern, wenn ihr das vor Augen habt, sind da Dreiecke und das Rohr, das die Plane hochhält, liegt auf dem Dreieck mittig. So, und das ist immer ein Problem, wenn du Kisten ausdrehen willst oder wenn du abbunkerst mit einem Kartoffelruder oder. Du bleibst da gerne an diesem blöden Dreieck hängen. Wir haben tatsächlich auch schon wieder einen verbogen, das ist aus dem Frühjahr noch, das müssen wir noch richten. Und hier ist das abgesenkt, das ist quasi trapezförmig. Und das hält trotzdem, weil da oben jetzt ein dickeres Rohr ist. Das ist ein Alurohr reingekommen, das die Plane hält. Ich bin überzeugt davon, dass es auch hält, aber das werden wir spätestens nach der Ernte wissen, wie gut das ist. Aber wir haben das da frei und da bleiben wir jetzt nicht mehr mit Kisten oder mit Kartoffelruder mit irgendwas hängen oder mit einem Schlepper oder was auch immer, sondern wir können frei arbeiten, ohne Angst zu haben, dass wir irgendwo hängen bleiben. Also das war kein großer Aufpreis, aber ich glaube, dass es wirklich viel wert ist. Mal schauen, da habe ich jetzt auch noch so ein bisschen den Gedanken, da will ich mich nochmal schlau machen, was das kostet, wenn man das Stück hier kauft und die alle Rohrstange, den Klapparatismus da, dass wir für die beiden neueren Akkulinern zumindest das auch noch machen, weil das ist echt geil. Also ich hatte das, kannte das nur vom Hörensagen und dann von Fotos vom Verkäufer gesehen und habe gesagt, jo, das klingt sehr sinnig. Und jetzt, wo ich sehe, muss ich sagen, richtige Entscheidung. So, Moment, und dann mal eben wieder zu. Klappe zu. Dürfen jetzt auch nicht zu viel rumsauen damit, weil 3 Monate nicht unten nicht mit dem Hochreiniger waschen, weil der Lack ganz frisch ist. So, dann können wir nochmal von Weitem einmal den gekippten Zustand angucken. Und ich glaube, dann habe ich euch alles dazu gezeigt, was man zeigen kann. Das sind halt auch nur Kipper und keine großen, irgendwelchen wilden Maschinen. Ja, gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Siehst du, der Typenschild, wollen wir mal hingucken, ne? Das gefällt mir. So, komme ich da jetzt so ran? Das ist hier. Von der anderen Seite kann ich besser lesen. Zeigen und lesen besser. Moment, wir laufen noch einmal rum. Herrlich. Herrlich. So, da haben wir es. Ich gucke mich mal eben so hin, dass ich auch sehen kann, ob ihr das sehen könnt. Ich schätze schon. Also wir haben hier zulässiges Gesamtgewicht Anhänger 24 Tonnen, Stützlast 4 Tonnen, der Rest ist bis 40 km/h, der Rest ist uninteressant. Wir fahren keine 80. So. Achsen sind 80 km/h tauglich, der ganze Kipper wäre im Grunde 80 km/h tauglich, was aber in der Form hier natürlich Quatsch ist, aber ist so. Jo, ich glaube, wir haben alles. Ich glaube, irgendwo hier stand das mit dem Waschen. Cleaning Instructions. 3 Monate warten, bevor man mit dem Hochdruckreiniger beigeht. Nicht mit aggressivem Reinigungsmittel. 30 cm Mindestabstand mit dem Hochdruckreiniger. Maximal 60 Grad, maximal 100 Bar. Ist eigentlich auch selbsterklärend, aber ja. Gut, also solltet ihr, achso, wir haben die Beleuchtung noch gar nicht angeguckt, Begrenzungsleuchten habe ich nämlich eben erzählt, dass wir die haben, aber hier, ach, da wollte ich auch noch was zu erzählen, hier LED, wie bei unserem anderen Akkuliner-Zucht, den neueren, es gefällt mir einfach so gut, das ist einfach
Das ist einfach geil. Hier ist jetzt sogar noch mal ein schöner Schutz. Das gefällt mir auch gut. Feine Sache. Anhängemaul sollte klar sein. Rockinger so. Dann haben wir hier noch den Anfahrtschutz, Unterfahrtschutz. Auch nicht unwichtig. Kann man dann noch mal einstellen. Das sehen wir, gucken wir uns dann an, wenn wir sag schnell an den Bunker ranfahren. Dann stellen wir die Abstandsdinger ein und stellen das hier ein. Wobei ich gerade so glaube, dass wir da gar nicht groß was ändern müssen, wenn ich das da so sehe. Das könnte ja vielleicht ein Loch weiter doch. Mal gucken, das sehen wir dann. Dass wir dann in der Ernte hier schnell, und dafür sind die primär gedacht, die beiden Kipper, vom Feldwerk ran an Bunker, 5 Minuten leer laufen lassen und gleich wieder hin, tauschen, nächsten weg. Das ist so der Plan. Und dann dementsprechend, wenn man morgens losfährt, hier ein anderer, hier ein Akkuliner hinter, da ein Akkuliner hinter, die dann auf dem Feld abhängen als Reserve. Den anderen Zug, den kann man dann noch mit einem anderen Schlepper zustellen, wenn das Not tut, wenn zum Beispiel Osterfesele, wenn die Fahrtstrecken ein bisschen weiter sind. Ansonsten reicht aber da, wenn wir 2 Reservewagen auf dem Feld stehen haben und hier 2 Schlepper vor, und dann wechselt man einfach immer durch. Dann schaffe ich das auch alleine. Wenn das mit Wietzendorf losgeht, ist Jens ja meiste Zeit mit dem LKW on Tour, aber dann kriegen Vater und ich das hier ganz gut geschaukelt, denke ich, bei den Steckekartoffeln, dass wir die auch zügig wegkriegen, so viel wie der Roder denn schafft. Jo, das soll es jetzt gewesen sein. Wie gesagt, Fragen, gerne Fragen, und dann lasse ich den jetzt runter und dann mache ich Feierabend. Reicht für heute. Bis morgen. Freitag, 5. Juli. Wir schütteln den Schlegler zurecht. Dann wollen wir die Gelenkwelle anpassen. Und wie es weitergeht, seht ihr dann. Ein bisschen Schlägeln spielen. Juppala, ich bin zurück von der Physio. Im Moment ja immer freitags. Währenddessen ist Vater dann hier in Gang gekommen mit dem Schlegeln. Und das wollen wir uns ja auch nochmal eben angucken. Ne? Ich hatte schon so leicht Bedenken, dass er fertig ist, wenn ich hier zurück bin. Aber nein, passt noch. Na gut, die Gelenkwelle musste noch gekürzt werden. Das wollte nicht passen. Alles einstellen und so weiter. Naja, im Moment dauert das ja auch so. Und da sind wir. So, dann wollen wir mal gucken, wie der neue Schlägler sich schlägt. Lull. Auf jeden Fall ist es gut abgeprügelt, hier das Kraut, wie man sieht. Das ist schon ordentlich. Also es würde easy durch den Roder durchgehen. Es würde aber auch, in diesem Fall ist ja relativ wenig Kraut, auch so durch den Roder durchlaufen.
Also hier nochmal zu den Reifen, wie man sieht. Wir haben jetzt die 320er. Breiter wäre zum Fahren schön, aber zwischen den Kartoffeln nicht. So breite darf es nicht. Ne? Also so passt es gut. Für die Kartoffeln wäre noch eine Nummer schmaler natürlich toll, aber dann ist er irgendwann auch wirklich scheiße zu fahren. Aber das passt so super zwischen die Reihen. Also das ist schon echt in Ordnung. Was wollte ich noch sagen? Habe ich vergessen. Teufel. So, wir laufen zurück. Das ist bis da, wo gestehen, laufe ich gleich hin. Von der anderen, von der Straße hierher ist das meiste schon runter. Das Stück hier ist noch nach. Also das dauert jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde ist das runter. Und da hatte ich ja schon gesagt, wir hätten sie wo sonst auch gerne grün verkauft, aber da ist aktuell offensichtlich kein Markt für. Dann müssen wir jetzt warten, bis die Schalen fest sind. Jo, hier geht's dann schon los mit den Pommeskartoffeln, Fontane. Deshalb hatten wir das hier extra so mit eigenem Vorgewende gepflanzt und hier abschließend mit der Fahrgasse zum Spritzen. Damit wir eben hier, so wie wir es jetzt tatsächlich auch machen, früh rankommen, ohne dass wir hier von der Fontane irgendwas kaputt fahren müssen. Das war der Hintergrund. Ja, bis jetzt geht der Plan auf. Ich hoffe, dass das mit der Vermarktung von den 2 Hektar dann auch hinhaut. Dass wir da auch ein bisschen was an Geld verdienen mit. Ne? Wenn man schon frühe macht, dann darf das auch gerne ein bisschen Geld bringen. Jo, so, dann wollen wir jetzt mal die Viecher versorgen. Ich glaube, Ina ist schon angefangen. Und dann gibt es noch ein bisschen im Büro zu tun. Und dann ist Mittag. Das ist ein Leckeimer, kein Kaueimer. Das ist auch schon kaputt hier. Fein. Wer erinnert sich dran, wie Jens das hier gemacht hat? Da muss auch Farbe ran, ne? Aber das Fenster wurde jetzt geliefert. Oh, kann weitergehen. Moin, Samstag. Oh Gott. Der 6. Juli. Das Video ist zu Ende. Diesmal mal ein bisschen wieder mit landwirtschaftlicher kleiner Action. Mit einem Schlägler. Das ist so ein paar Wochen noch. Dann ist wieder mehr Alarm hier, auch mit Kartoffeln. Ich freue mich drauf. Ob Jens sich drauf freut, kann er euch selber sagen, wenn er wieder da ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ne? Wie es da weitergeht, werdet ihr dann auch in Kürze erfahren. Also, vielen Dank fürs Reinseppen. Lasst mir gerne ein Däumchen da, einen Kommentar. Hatte ich ja schon gesagt, wenn ihr Fragen habt, immer rein in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Heute ist Sommer. Richtig schönes Wetter. Bis zum nächsten Mal reinhauen. Fösing!